Oh mein Gott, Leute, der iCrimex Adventskalender ist wieder zurück und besser denn je. Ein kompletter Bausatz für eure eigene Tuning-Werkstatt sowie diese komplette Spieleplatte, Leute. Außerdem ist bei jeder Bestellung eine handsignierte Autogrammkarte mit dabei und es gibt insgesamt 3 extra Videos nur für die Leute mit dem Adventskalender. Nur solange der Vorrat reicht. Link in der Videobeschreibung und let's go. Hey und Leute, iCrimex hier. Was geht ab, ihr Paul Berger? Wir werden heute mal gemeinsam auf Shorts über mich reagieren. Ich bin sehr gespannt, Leute. iCrimex Shorts nicht von mir, sondern Shorts, die über mich erstellt wurden. Habe ich gesehen, gibt es einige hier auf YouTube. Also wenn man iCrimex sucht, dann werden hier einige Shorts angezeigt, die aber nicht von mir sind, Leute. Wir werden darauf reagieren. Mal gucken, was da dabei ist. Lasst gerne ein Like und ein Abo da. Okay, Leute, ich würde sagen, wir klicken jetzt hier einfach mal das erste Short an und gucken die jetzt mal alle durch. Ich habe vor kurzem Genergy getestet. Wie ihr es fandet, seht ihr jetzt. Da ist der Untertitel an. So. Ah, meine Reaktion auf Genergy, Leute. Okay, wir schauen rein. Das ganze Ding zu bewerten, alle Gönner-Cheese würde ich meiner Meinung nach eine 7 von 10 geben. Geschmacklich sind alle lecker. Wenn man Energy okay. mit Geschmack trinken will, sind auf jeden Fall alle gut. Vielleicht seid ihr auch der gleichen Meinung. Ich würde generell da irgendwie ein bisschen die Süße rausnehmen, weil dann wirkt es. Es wird erfrischender. Ich fand es echt ein bisschen zu süß, Leute. Ne? Vielleicht kennt ihr das ja, wenn man zu süße Getränke nimmt, dann wird der Mund irgendwie trocken. Und man hat das Bedürfnis, man muss mit Wasser hinterherlöschen. Boah, Leute, das hört sich irgendwie voll böse an. Also nicht, dass ich generell meine, dass man bei Gönner-Cheese mit Wasser hinterher spielen muss, sondern ihr wüsstet, was ich meine. Also wenn man Sachen zu süß findet. Aber ja, ist ja okay. Also, Geschmackssache. Verdient iCrimex 4 Cent die Sekunde. Wie viel verdient iCrimex? Sekunde 2,72 € die Minute. Wie viel verdient iCrimex? Woher wissen Sie, wie viel ich verdiene? 2,72 € die Minute. 163. Oha, die wissen das ja ganz genau. 72 Cent die Stunde, 3.928,57 € am Tag, 27.500 € die Woche, 110.000 € im Monat und 1.320.000 € im Jahr. Was würdet ihr sagen, Leute? Boah, das hat ja voll viele Likes und so auch. Was sagen die Kommentare? Quelle, vertrau mir, Bruder. Quelle, hab geraten. Speed würde glauben. Vertrau mir, Bruder. Der verdient mehr pro Sekunde als ich im Jahr. Okay, sorry, 4 pro Sekunde. Woher random Information? Das ist die Frage, woher die random Information kommt. Aber Leute, ich kann das ja jetzt hier auflösen. Ich verdiene nicht 1,3 Millionen pro Jahr. Verdiene ich nicht. So, weiter geht's. Was ist das denn hier? iCrimex vs. SU? IQ. Und das bin doch nicht mal ich hier, Leute, der Typ, der hier eingeblendet wird. Was ist das überhaupt? Hä? iCrimex gegen SU? Was? Ich check das nicht. Was ist das für ein TikTok, für ein Short? Wahrscheinlich auch ein TikTok. Monkey Paul Berger. Funny. SU ist lustig. Ich bin OG. Steel. Subscribers. Rich. Klicks. YouTube Experience. Cars. Dancing. Okay, SU der Dancer. Winner, SU und iCrimex. Was war das denn jetzt für ein Battle und was waren das für random Begriffe, die da standen? Hä? Also, was sagen hier die Kommentare? Beide sind richtig geil. Wer stimmt zu? iCrimex, Max, SU, iCrimex. Oha. Also ich würde sagen, SU und ich sind beide so Leute, ja. Aber es ist schon mal irgendwie interessant zu sehen, was alles hier für Shorts über mich gibt, Freunde. iCrimex hat die Hot Chip Challenge probiert. Und was dabei passiert ist, seht ihr jetzt. Warte, ich mach erstmal einmal rantasten. Der ist wirklich so krank scharf. Der ist wirklich so krank. Und ich habe nur so eine Ecke abgebissen. Hey, das hört nicht auf, das wird immer schlimmer, das Brennen. Oh, das war dumm. Das war eine dumme Idee. Boah, das sind, Leute, das sind Schmerzen. Das ist anders, das ist anders. Leute, wisst ihr, was das Kranke ist? Ah, wisst ihr, was das Kranke ist, Freunde? Das hört nicht auf, das wird schlimmer. Das wird einfach schlimmer. Das ist nicht scharf. Das ist nicht scharf, Leute, das sind Schmerzen. Das sind echt Schmerzen. Ich esse gerne scharf, Real Talk. Ich mag auch, wenn es mal brennt oder so. Aber das, Bro, das hat nichts mehr mit scharfes Essen zu tun. Also, Leute, ich sage euch ehrlich, probiert das nicht. Probiert das nicht. Ja, das wird schlimmer. Hot Chip ist wirklich, also ich kann es wirklich keinem empfehlen. Ich habe ja nur die Ecke gebissen und ich hatte schon so Magenverstimmungen, Leute. Also das ist echt, wer das Ding komplett isst, das brennt zweimal auf Toilette. Das kann ich euch sagen. Ist iCrimex wirklich Millionär? Er hat in einem Video gezeigt, wie viel iCrimex... Warum geht es hier so oft um mein, was ich verdiene, Leute? Also gut, ich meine, ich muss echt sagen, man wird das als YouTuber ja sehr oft gefragt, wie viel verdienst du und so das? Also wirklich oft wird man das gefragt, ist immer ein bisschen schade, weil, keine Ahnung,
euren Lehrer oder so fragt ihr ja auch nicht, wie viel der verdient. Aber gut, ich kann es irgendwo verstehen, bei YouTubern ist das vielleicht auch immer noch mal so ein bisschen interessant, was dabei rumkommt und so. Aber ich merke schon, es geht hier oft in den Shorts darum, was man verdient. So, egal, wir schauen mal weiter. Crimex verdient. Aber stimmt das? Er meinte, iCrimex verdient mindestens 1,3 Millionen Euro im Jahr. Aber kann das sein? Wir wissen. Ich habe ja schon gesagt, dass ich keine 1,3 Millionen im Jahr verdiene. Auf jeden Fall, dass iCrimex schon viele teure Autos gekauft hat. Er hat einen Bentley und einen Rolls-Royce Cullinan. Diese Autos sind zusammen mindestens 620.000 Euro wert. Und nicht nur das, er hat beide Autos auch noch gleichzeitig in der Garage seiner Villa, die über 1 Million gekostet hat, stehen. Sowas können sich nur Einkommens... Woher weiß er denn jetzt, was meine Villa gekostet hat? Okay. Millionäre leisten, oder? Das sagt iCrimex dazu. Bist du Millionär? Ja. Er ist also wirklich Millionär. Ja. Abonniert für mehr solche Videos. Ja. Ja, gut, Leute. Also das Ding ist ja, woran will... Also das Ding ist Millionär, Vermögensmillionär, Umsatzmillionär, Millionen auf Konto, Millionen... Ey, Leute, ist egal. Ist egal. Man muss nicht über Geld reden. Ich habe die Aber dass ich in meiner gesamten YouTube-Laufbahn schon mal 1 Million verdient habe, ja... Kann man sich ja vielleicht denken. Wie Demelus schon gesagt hat, bei den Autos kann man sich das ja eventuell schon denken. Komischste Minecraft-Mod getestet. Und am Ende waren einfach Kreise in Minecraft möglich. Man kann unglaublich komische Sachen mit den Blöcken hier anstellen. Man kann die zum Beispiel so komisch drehen. Was hat das Short mit mir zu tun? Hier. Und man kann die tatsächlich auch verschieben, und zwar so. Das heißt, theoretisch kann ich mal den Goldblock hier nehmen. Wir haben irgendwie so eine Art Halbblock. Da man nämlich jetzt Blöcke ineinander schieben kann, tun wir das Ganze jetzt auch mal ganz schnell. Also Leute, und es funktioniert. Jo, wie cool ist das denn? Blöcke ineinander. Kann man das noch weiterschieben? Warte mal ganz kurz. Ja, natürlich kann man das weiterschieben. Und mit Slabs geht das dann sicherlich auch, oder? So, testen wir das Ganze mal. Das ist ja cool, Leute. Und ineinander schieben? Ja, natürlich geht das. Nehmen wir mal hier einen Stein. Wenn wir es jetzt ineinander schieben, haben wir theoretisch einen Half-Slab, ne? Wenn wir mal hier Krass. Ein drüber legen, dann sieht man das Ganze auch gar nicht. Man kann das ja auch so rum verschieben. Kann ich damit nicht theoretisch eine Treppe bauen oder sowas? Was ist das? Denn? Wir können sogar Blöcke kopieren, Leute. Und jetzt schaut euch das mal kurz an. Wir kopieren den Block, drehen den, fügen den ein. Das heißt, wir haben zwei Blöcke ineinander. Wir kopieren, drehen und fügen ein. Und ja, daraus kann ich theoretisch einen Kreis machen. Was ist das denn? Habt ihr schon mal einen Diamantreifen in Minecraft gesehen? Okay, das sieht cool aus. Ich weiß nicht, was es ist, aber es ist kein Kreis. Das sieht ja richtig cool aus, Junge. Leute, ich glaube, hier kommen keine iCrimex-Shots mehr. Ich glaube, ich muss nochmal neu suchen. Ich werde dich finden. Um beim Heinzig. Ich glaube, jetzt kommen hier andere Sachen. Egal, das gucken wir auch noch. Dann habt ihr jetzt gleich 30 Sekunden Zeit, euch irgendwo da unten zu verstecken. Sucht euch einfach mit euren Augen irgendeinen Punkt aus. Und wenn ich da gleich hingehe, dann habt ihr verloren. Und ihr werdet verlieren. Okay, Freunde, seid ihr bereit? Dann 3, 2. Okay. Augen zu, wir müssen ihn finden. Freunde, erster Bereich ist raus. Falls ihr euch da in dem roten Bereich irgendwo versteckt habt, habt ihr jetzt schon verloren. Aber vielleicht seid ihr noch drin, dann würde ich sagen, machen wir weiter mit Stage Nummer 2, Junge. Wenn ihr Hä? Achso, ich dachte, Y versteckt sich jetzt hier in dem Bild. Raus, falls ihr nicht drin wart, okay. Ah, ich check das nicht. Mercedes. Okay. Chavo, Alter. Chavo, bester Mann. Mercedes. Geil. Er macht das schon gut. Oh mein Gott, jetzt wird das ganze Interieur rausgerissen. Mercedes. Poppel. Digga, Chavo, ey. Mercedes. Er reißt das Ding jetzt so auf. Er reißt das Ding jetzt so auf. Ich kenne ihn. Poppel. Poppel. Nice. Kennt ihr das erste Video von iCrimex? Ihr denkt wahrscheinlich ja, aber hier das erste wieder Video von iCrimex ist nicht auf seinem iCrimex-Kanal. iCrimex hatte davor schon drei andere Kanäle. Nein. Der Major Max. Oh mein Gott, nein, er zeigt meine alten Kanäle. Oh mein Gott, nein. Mr. German LP und davor sogar noch einen. Aber sein allererstes Video, was noch online ist, ist auf dem Mr. German LP-Kanal. Und das heißt neuer Kanal und wurde am 16. August 2013 nein. veröffentlicht. Kennt ihr das erste Video? Oh mein Gott, unangenehm, Bro. Sehr, sehr unangenehm. Okay, mach schnell weiter. iCrimex gibt Marvin Vlogt 100 Euro pro Ball hochhalten. Ja. 100 Euro für jedes Mal, wo er den Ball hochhalten kann. Leute, lasst jetzt ein Like und ein Abo da. Let's go. Okay, ich bin gespannt. Oh mein Gott, du warst ja auch mal Fußballprofi. Oh mein Gott, Leute, warum mache ich das? Ja, das ist doch mein Short. Er hat einfach nur meinen Short nochmal neu hochgeladen. Was ist denn das für ein Content, Junge? Er sagt, iCrimex gibt Marvin 100 Euro und lädt einfach nochmal genau das gleiche hoch. Hä? Wie viel verdient iCrimex? Okay, den kennen wir schon. Weißt du, mit wem wir weitermachen? Oh! Hä, warte mal, Telefon klingelt, das Paul Berger. Wie? Warte mal, geh mal kurz ran, geh mal ran. Ja, ich geh ran. Ja! Ja, was willst du? Ich weiß nicht, was mit dir los ist, aber wir sind heute keine Brüder mehr.
Wie? Ich kann dich stoppen. Wie? Ja, ist auch geil so, dass wir keine Brüder mehr sind. Sieh zu, du verpiss dich und lösch meine Nummer. Boah. Stani dreht völlig durch. Boah, der ist aufgelegt. Oh, ich glaube, der ist richtig sauer, Alter. Scheiße. Der hat gerade alles mit dir gekündigt. Ne? Na, wenn ich das so sehe, ich muss ehrlich sagen, ich vermisse das, dass ich Stani so selten sehe, ne? Es ist halt, wir wohnen halt wirklich so weit entfernt voneinander, leider. Aber ich würde echt gern öfter Stani in echt sehen, ne? Glaubst du, wir haben übertrieben? Boah, wir haben echt. Das ist einfach, ich find das allein so lustig, wenn man uns zwei vor der Kamera sieht, ne? Das ist einfach Classic, Leute. Spring aus dem Bus und beste Tag. Komm, wir fliegen erstmal Pleasant Park. Ey, okay, ich als Halloween-Kostüm. Ich war versprochen, bei 100.000 Abonnenten ein Wasser-Emoji in Real Life zu machen. LOL! Ein Wasser-Emoji macht er. Hanlink, ja, bitte? Kannst du mir das erklären? Deswegen werde ich mich als tapferer Ritter bereitstellen und bei 100.000 Abonnenten wahrscheinlich irgendwann im Dezember einen echten Wasser-Emoji machen. Leute machen schon Wasser-MLGs in echt. Wie viel verdient iCrimex? iCrimex hat über 35 Millionen Aufrufe. Ey, das ist doch schon wieder hier sowas, wie viel ich verdiene. 1,2 Millionen Aufrufe am Tag. Damit verdient er 3,24 Euro pro Minute, 195 Euro pro Stunde, 4.670... Woher nimmt er denn jetzt schon wieder diesen Wert hier? Warum geht's denn jetzt schon wieder darum? Euro am Tag, 32.670 Euro jede Woche, über 140.000 Euro im Monat und nur mit seinen Videos um die 1,7 Millionen Euro im Jahr. Wie viel verdient iCrimex? Woher hast du diese Infos, Demelus? Woher hast du diese Infos? Woher hast du diese Infos? Guck mal die Kommentare. Und auch hier kann man den Großteil der Einnahmen durch Steuern streichen. Ja, das stimmt. Also egal, wie viel ich verdiene, Hälfte geht erstmal an Papa Staat. Das stimmt. Das ist halt einfach so. Quelle, vertrau mir, Bruder. Und dann kommt das Finanzamt. Ja, ist so. Ist so, Leute. Aber ich sag's mal so. Man muss ja auch für die Straßen, auf denen man fährt, für die Schule, die man benutzt, für alles, ne? Das ist so, so funktioniert das System halt, ne? Man muss auch was dazu beitragen, ne? Ja, so ist das. iCrimex 2020. Erstmal PS5-Tanz. Ich weiß nicht, ob das Lied hier gerade Copyright-Free ist, deswegen iCrimex heute. Oder niemand kann sagen, ich habe mich verändert. Ich bin immer noch der gleiche. Nee, ja, niemand kann sagen, ich habe mich verändert. Stell dir mal vor, du bekommst einen silbernen Playbutton und fährst mit dem Auto darüber. Klingt verrückt, aber genau das hat iCrimex mit seinem Rolls-Royce. Das ist doch schon wieder, ist das der gleiche, der einfach nur sagt. Nachdem er auf den Playbutton draufgesprungen ist, fiel er in sein Auto und los ging es. Nachdem er ausstieg, um das Ergebnis zu sehen, der Wagen sieht auch so fett aus, ne? Der Wagen sieht auch so krass aus. Dass er den Playbutton letztendlich zerstören wird. Naja. Wie viel verdient iCrimex? Ey, schon wieder das, ich dreh durch. Mal die Paul-Berger-Limo von iCrimex. Ey, Vico, das ist der Bruder von Marvin Flockt, Leute, der Vico. Ehrenmann, ich bin gespannt. Ich habe hier Peach. Und es ist auch einer der ersten, die Paul Berger Limo probiert haben. Das riecht sehr gut. Jetzt erhältlich. Deutschlandweit Netto Edeka. Oha, ist mit Kohlensäure. Na klar, Limo, Junge. Geisteskrank, ist eine 10 von 10. Ehrenmann. Und zwar haben wir jetzt hier Bubblegum. Leider ist mir die schon runtergefallen, deswegen ist der Deckel hier oben ein bisschen kaputt. Ich bin mega gespannt, was die so kann. Okay, die riecht sehr extrem. Aber Härtetest bestanden, also Dosen sind stabil, Leute. Extrem süß nach Kaugummi. Ist aber nicht so süß, sagt er jetzt. Bestimmt. Oha, die schmeckt gar nicht so extrem nach Kaugummi. Ich muss schon sagen, ich habe mir unter Bubblegum was völlig anderes vorgestellt, dass es total süß schmeckt wie dieser eine von Shirin David. Aber ich bin überrascht, das schmeckt relativ bärig und gar nicht so extrem. Ich muss schon Ehrenmann, sagen, ich finde den Peach ein bisschen nicer, also das hier ist eine 8,5 von 10. Schraub okay. Mal unten in den Geschmackssache, aber danke Vico, freut mich. Leute, ich würde sagen, damit soll es das gewesen sein. iCrimex Shorts, Leute, lasst gerne ein Like und ein Abo da, wenn ihr Shorts über mich macht. Ich werde vielleicht demnächst mal wieder drauf reagieren, wenn es euch gefallen hat. Und dann würde ich sagen, bis dahin, haut rein, Leute, euer iCrimex.